Hallo und zu meinem ersten Video hier. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr Spiele ohne CDs spielen könnt. Zum Beispiel hier wie bei Need for Speed. Da müsst ihr die CD anlegen, um es zu spielen. Und da gibt es ein Programm, das heißt Dem Tools. Damit könnt ihr Images brennen, damit ihr die Spiele ohne CD spielen könnt. Das ist legal, das kriegt ihr im Internet. Kann ich euch auch den Link in die Videobeschreibung einpacken, dann geht ihr auf neues Image, dann geht ihr auf Datenträger lesen, dann dauert das eine Zeit lang, wird dann aktualisiert, das lädt dann noch eine Zeit lang, ist mal verschieden, und das könnt ihr auch mit CDs machen von Computerbildspiele und so, muss jetzt nicht nur das Spiel drauf sein. Und dann könnt ihr somit hier formatieren, würde ich so lassen und müsst ihr nichts anderes machen. Schützen, da könnt ihr irgendein Passwort machen. Ne? Oder komprimieren, aber das müsst ihr nicht machen. Ne? Und dann geht ihr einfach nur auf Start. Und dann dauert das eine Zeit lang. Und dann sehen wir uns wieder, wenn es fertig ist. So, da bin ich wieder. Es wurde jetzt abgeschlossen, erfolgreich. Dann geht ihr auf OK. Und dann könnt ihr entweder einen Doppelklick oder einen Rechtsklick einbinden. Dann machen wir kurz einen Doppelklick. Dauert das eine Zeit lang. Ist eingebunden. Und dann wurde es halt eben eingebunden. So. Und das war das Video. Ja, bis zum nächsten Mal.